Es ist ungeil, hatten sich wahrscheinlich auch die Entwickler dieses Spiels hier gedacht. Und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ist schon ein paar Tage her jetzt, Leute. Die vorösterliche Zeit, die osterliche Zeit und die nachösterliche Zeit. Dann bin ich auch sehr gerne mal sehr, sehr gerne faul. Und aber wir haben ja auch ein bisschen live gestreamt, mal ein bisschen was anderes. Wir haben Call of Dragons gespielt. Ihr konntet dort mit mir mitspielen, einen gewissen Level erreichen. Dann habt ihr meine Kassen so ein bisschen befüllt. Und mit dem befüllten Geld dieser Kassen entlohne ich meine Community so ein bisschen mit ein paar Goldpässen. So kann man das eigentlich ganz gut handeln. So ein bisschen bleibt natürlich immer dabei hängen. Aber dennoch soll das Spielen mit mir nicht ganz umsonst sein. Und letztendlich hat man da auch mal wieder ein paar andere Parallelen gesehen, also mal Parallelen zu anderen Spielen außer abseits von Clash of Clans, und stellt dann schon fest, bei Clash of Clans ist Guides sehr geil. Eigentlich ist es sehr, sehr, sehr ungeil, aber ich habe mir schon öfter mal Gedanken gemacht, gerade wenn man jetzt andere Games mal spielt im Free-to-Play-Bereich, dass vor allen Dingen der Supercell-Shop hier sehr, sehr unattraktiv ist, finde ich. Und es gibt natürlich immer mal nette Angebote, auch ich falle immer wieder drauf rein, gar keine Frage. Letztendlich nicht mehr, also so großartig auf Skin-Käufe, okay, eine Szenerie, die gönne ich mir ab und zu noch für 7 Euro ein paar kaputte. Aber bei den Skins muss ich ehrlich sagen, ich habe mir schon länger keinen Skin mehr gekauft für 11,99 Euro. Ist mir das Ganze dann schon ein bisschen viel, vor allen Dingen, wenn dann noch dazu kommt, dass wir jetzt immer mehr Events spielen, das heißt also Supercell, denke ich mal, schöpft natürlich aus den Events auch nochmal eine gewisse Summe, sage ich mal, weil die Events auch nicht ganz ungünstig sind, 5,99, 6,99, je nachdem. Und da ist der Benefit dann natürlich da, am Ende irgendwo etwas Großartiges zu bekommen, entweder einen coolen Skin oder eine epische Fähigkeit oder was auch immer für die Heldenausrüstung oder was auch immer. Aber ich denke mal, auch das ist sehr, sehr unattraktiv, weil gerade in den Paketen hier gibt es, wenn ihr die mal beobachtet, es gibt jetzt keine Skins im Moment mehr. Wir haben jetzt den 1. April, ist wirklich kein April-Scherz, dass ich mal wieder ein Video mache für euch. Und gibt es hier nie in den Paketen, es gibt nur Items, es gibt hier nie Gems mit bei. In vielen anderen Spielen bekommst du noch die Ingame-Währung plus Items. Oder halt, und sei es, und wenn, und sagen wir mal, wir nehmen mal ein schlechtes Beispiel. Das mit der Unirune hier, das hat sicherlich einen coolen Wert. Ja, wenn man die Sachen beim Händler eintauschen würde oder kaufen würde, etc. Uni gibt es da sowieso nicht zu kaufen. Dann wäre es doch mal, ich meine, wenn hier jetzt noch 50 Gems stehen würden oder 100 Gems stehen würden, dann wäre so ein Paket sicherlich nochmal eine kleine Ecke attraktiver. Das, und damit spreche ich jetzt nicht unbedingt für die 1,99 Pakete, aber weil es gibt natürlich hier noch nach wie vor die Gem-Only-Pakete. Und aber letztendlich, wenn sie wirklich jetzt hier noch so ein paar Gems beilegen würden, dann wären diese Pakete auch für euch sicherlich interessanter, für mich auch. Aber das, sowas gibt es hier gar nicht. Ja, sowas gibt es hier gar nicht, aber immerhin gibt es mal wieder hier 25 Gems zu gewinnen. Ist auch nicht gerade die Welt, will ich mal so sagen. Und ist im Moment auch sowieso das Einzige, wo man Gems bekommen kann, Juwelen bekommen kann, natürlich von Abholzen der Büsche etc. Aber die Krönung hat eigentlich Supercell sich selbst aufgesetzt, die Tage. Ich gehe jetzt extra mal auf einen Account, der sich das noch nicht abgeholt hat, denn ab und zu mal bei mir im Discord, okay, da bin ich jetzt das erste Mal drauf, jo, first time, okay. Bei manchen steht das hier unten übrigens, dieses first time discount, und bei manchen steht das da oben, first time discount. Das ist immer, ich weiß nicht, ob das, warum das wie unterschiedlich ist hier, keine Ahnung. Aber wir gehen mal rein. Ich gucke mal hier, was ich hier drin habe. Ich habe hier 17.062 Erze. Und es gab bei mir auf dem Discord, ich springe jetzt mal in meinen Discord rein, gibt es immer mal wieder Links von den Vouchern. Die gibt es natürlich woanders auch. Aber letztendlich gucken wir mal, was hier jetzt drin war. Hier sollten jetzt drin 500 Erze und 100 Lila Erze oder sowas. Wir claimen das Reward mal. Wir müssen Clash of Clans dafür öffnen. Und habe ich schon gemacht mit dem. Dann muss ich mal, ich gehe einfach auf den nächsten, weil ihr könnt das im Hintergrund auflassen, wenn ihr mehrere Accounts habt. Ihr könnt das einfach auflassen. Ihr könnt das einfach auflassen und könnt hier den Link einfach wieder klicken. Und jetzt gucke ich mal. Der hier ist redeemed. Jetzt habe ich natürlich vorher nicht reingeguckt, wie viel der hier hatte, aber ich glaube, das ging hier rein 500 und hier nochmal 100 Lila. Und das
fand ich eigentlich schon ganz in Ordnung, wenn es mir auch ein bisschen wenig vorkam. Aber der große Brüller, Leute, der große Brüller ist eigentlich, was ein Supercell dann danach geschenkt hat. Ja, ich muss mal eben gucken. Ich habe sage und schreibe, ich habe kein Mauerring. Ich habe 0 von 25 Mauerringen. Und es gab tatsächlich, Leute, es gab wirklich einen Mauerring. Einen Mauerring. Ich betone das. Einen Mauerring. Ja? Okay, ich müsste jetzt... Ah, der ist sogar schon abgelaufen. Okay, der ist sogar schon abgelaufen. Da habe ich mich wohl ein bisschen zu sehr über aufgeregt, aber ich stand auch in den News hier, dass es hier einen Mauerring gab. Einen einzigen Mauerring, Leute. Und ja. Naja, your biggest update yet ist hier. Okay, Rune of Gems gibt es. Oh, Käse. Habe ich mir noch gar nicht angeguckt, muss ich sagen. Wäre jetzt ein YouTube-Video. Ich glaube, mein Ding da macht dann eher... Ich guck mir das mal eben an. Auf jeden Fall ein netter, denke ich mal, ich hoffe es mal, so April-Scherz, dass man sich mit 50.000 Gems eine Rune von 50.000 Gems kauft. Ja, ich meine, heute war der 1. April, für euch ist ja jetzt heute schon der 2. April, aber dennoch fand ich das mit der, wie gesagt, mit dem Mauerring hier, habe ich da schon gedacht, das ist ja nur ein April-Scherz, einen Mauerring, das ist echt, also ich finde es super, super mau, muss ich sagen. Ich denke mal, wenn ich sage, Clash of Clans ist eins der Games, wo wirklich am wenigsten in-game bekommst, sag ich mal, gerade an Gems, an Items will ich jetzt gar nicht mal so sagen. Es gibt die Clanspiele, es gibt den Pass etc. Da gibt es gar nicht mal so wenig. Es gibt auch die jeweiligen Ereignisse dann, die ja dann wieder kommen jetzt im April. Da gab ja jetzt auch schon so ein April-Vorschau-Monat und da war das sicherlich nicht so schlecht. Ich gucke mal gerade, was ich hier habe. Dann können wir auch mal wieder clashen. Ich habe jetzt auch wirklich ein paar Tage nicht wirklich Clash of Clans gespielt. Lag einfach daran, wie gesagt, wir haben mal ein bisschen was anderes mit der Community gespielt, live vor allen Dingen. Und das hat auch gar nicht mal so wenig Spaß gemacht, muss ich sagen. Einige sind da richtig drin aufgegangen in dem Spiel. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder jemanden verloren, denn das ist mir schon mal passiert, als ich so ein Game promotet habe über Stream Elements, dass ich plötzlich dann einen meiner eigentlich festen Clash of Clanser an ein anderes Spiel verloren habe, was natürlich sehr doof ist. Das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte natürlich, dass wir weiterhin clashen. Wir spielen natürlich auch Liga. Bitte die Rot-Grün-Stellung beachten. Auch in der Liga. Rote Accounts nehme ich nicht mehr mit. Also die stelle ich auch gar nicht mehr auf. Dann haben die wenigstens noch die Möglichkeit, woanders rein zu joinen und vielleicht noch irgendwo eine Liga mitzuspielen, als dass ich sie mitschleppe. Sie bekommen dann die Bonus-Restmedaillen und aus dem, was wir letztendlich holen und gehen dann, ich nenne es mal so, mehr oder weniger leer aus, obwohl sie vielleicht nur einen Spieltag hätten rot sein sollen. Das kann man dann ja im Chat tippen oder anpinnen. Und mehr gab es ja aber nicht. Okay, dann gehen wir trotzdem mal rein. Der Vierfachbonus ist natürlich sehr, sehr nett hier gewesen. Den konnte man sich auch, je nachdem, wann man seinen letzten Bonus gespielt hat, zweimal abholen. Und das fand ich natürlich sehr, sehr schick. Hat der wirklich nur einen Scattershot hier? Könnte man den mal mitnehmen. Wir lassen es mal. Ich lasse es mal. Ich nehme mal ein bisschen was anderes mit. Heute ist übrigens gruseliges Wetter. Also eigentlich perfektes Wetter, um so ein bisschen rumzustreamen. Hier könnten wir direkt auf den Adler landen oder am Adler, oder wir lassen uns richtig schön baiten hier. Gucken wir mal, wenn wir da reingehen, dann dreht sich der Feger sicherlich da. Denke ich mal, also ihr kennt ihn, den berüchtigten 360 Grad Feger. Den berüchtigten 360 Grad Feger. So, wir gehen mal rein hier. Der dürfte gar nicht mal so weit kommen, aber wenn wir dort landen. Der war aber richtig scheiße geworfen. Ey, der war richtig schlecht geworfen. Der war viel zu spät gerade, Leute. Okay, der war ein bisschen zu spät. Das gebe ich zu, dass der ein bisschen zu spät war. Okay, dann müssen wir jetzt einiges mit dem Hydra retten. Haben aber noch was zu klonen hier, was letztendlich auch nicht schlecht ist. Muss ich vielleicht auch mal meine Bergenfähigkeit, was den King angeht, auf. Der ist dann noch mal rausgelaufen. Okay, die Queen kriege ich aber da nicht mehr rausgezogen. Mein Royal Champion könnte ich da hinten ziehen. Dann können wir hier mit dem Hydra reingehen, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir gehen hier mit dem Hydra rein.
hier mit den hier. Ah, den Borden auf Boden, jawohl, gut, alles klar. Den Borden auf Boden, perfekt. Natürlich ist das perfekt. Klonen hier die ganze Meute auch ein-, zweimal durch. Einmal, zweimal. Und routen die hier durch. Mal gucken. Nehmen unseren Roll-Champion mal auf der Seite hier. Den können wir jetzt dreimal unsichtbar machen. Das machen wir auch. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ah, da ist er. Okay. Da ist er. Ich bin gerade nicht gesehen. Okay. Da ist er unsichtbar. Jawohl. Er geht auch auf das Rathaus drauf. Sehr schick. Machen wir nochmal unsichtbar. Nicht das Rathaus unsichtbar machen, Toto. Ich habe das Rathaus jetzt mit unsichtbar gemacht. Aber wir haben das Rathaus noch bekommen. Und wir haben sogar noch ganz gut was von der Base bekommen, obwohl wir am Anfang gebetet wurden. Okay. Aber der war jetzt, glaube ich, so wie ich das sehe, auch noch nicht so spitzenklasse ausgerüstet mit den, ich sehe es jetzt gerade, mit den Bogenschützentürmen und so, mit dem Magiertürmen. Also nochmal hier in den Bonus reingespielt. Ich hoffe, ihr habt das auch gemacht. Das habe ich nicht versäumt. Ich habe also doch noch ein bisschen Clash of Clans nebenher gespielt. Also ich habe die Pässe noch ein bisschen weiter gespielt. Ich habe natürlich alle Accounts durch die Clanstadt gejagt, wie sich das gehört. Und heute Abend, beziehungsweise doch heute Abend, wird die Liga gestartet, also am Montagabend, am 1. April. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall noch in Videos und auch in den Livestreams aus der Liga. Drei Clans wieder. Wie viel es letztendlich werden, weiß ich noch nicht. Ich habe auch überhaupt nicht die Werbetrommel berührt. 3 Mille, 14.000. Oh, das war nochmal richtig schick, muss ich sagen. Und den gibt es nochmal. Okay, wie lange gibt es denn das Event hier? Wie lange gibt es denn das Event, Leute? Das ist ja cool. Warte mal, Watch Now. Hier konnte man auch was claimen. Was habe ich hier denn, was gab es denn hier eigentlich? Habe ich auch schon geclaimed. Aber irgendwas gab es hier auch. Ich weiß nur nicht mehr genau, was es da gab, Leute. Aber irgendwas gab es dort. Und dann haben wir hier nochmal ein bisschen was gemacht. Ich bin auf jeden Fall mit den passenden Accounts, die ich dabei habe, hier in dem Clan grün. Das müsste der Avatar sein, jawohl. Und hier unten sind es dann meine beiden 13er. Der Beckensheriff und auch Donnerbengel sind auch alle. Na okay, Donnerbengel. Ich hätte jetzt auch mal mit Donnerbengel angreifen. So, naja, egal. Ich muss jetzt auch erstmal wieder in die ganze Aufnahmereihe reinkommen hier. Und danke, danke, danke. CWL bitte rauslassen, fahre in Urlaub. Okay. Okay. Dann lassen wir ihn raus. Jawohl. Der fährt in Urlaub, sehr schick. Ich meine, sehr schick ist das nicht, sondern das ist eher suboptimal. Aber 30 werden wir hier in jedem Fall, auch mit den Rotstellungen. Beim klaren Herausforderer ist es nochmal ein bisschen was anderes. Dort, glaube ich, muss ich mich wieder verstärken lassen. Ich weiß übrigens, dass es diese Like Walk on an Egyptian gibt hier. Also diese ägyptische Dinge hier. Da gibt es als erstes den König. Den gucke ich mir auch mal an, den habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Wo ist denn der Dicke? Hier ist der Dicke. Mal eben schauen. Wo ist denn der? Oder war das ein anderes Kind, den es hier gab? Den Warden war, der Warden war es, okay. Der sieht aber merkwürdig aus, ne? Der Warden war es. Mal gerade gucken. Ich habe im Moment den Warden drauf, den finde ich eigentlich ganz schick. Lass mal den Ägypter sehen hier. Oh, ja, sieht so ein bisschen aus wie der King, ne? Sieht ein bisschen aus wie der King. Aber gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube, den ich jetzt equipped habe, der ist auch ganz in Ordnung. Den lasse ich auch erstmal drin. Das ist er hier. Der gefällt mir eigentlich auch ganz gut mit dem Auge. Naja, es sind halt nur Skins und ich hatte ja zu Anfang erklärt, ich will da kein. Also ich nehme die notwendigen Skins hier natürlich auch mit dieser Accounts hier ganz gerne mit. Ihr habt auch gesehen, ich habe mir auch wieder einen Pass gegönnt. Ein Pass habe ich noch über, den werde ich jetzt irgendwann die Tage mal in den Livestreams verlosen. Als Giveaway an alle. Also ihr müsst kein Abonnent sein, ihr müsst kein Follower sein, ihr müsst einfach nur zugucken und könnt dann dabei sein. Und dementsprechend habe ich schon die eine Game-Spende, ne? Nicht, dass mir das wieder passiert, was mir sonst immer passiert. Und so habe ich jetzt schon immerhin eine Sache gemacht. Naja, Passspielen sei mal dahingestellt. Aber wie gesagt, Geiz ist ungeil.
Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es eigentlich viel zu wenig ist, was es hier im Game gibt, oder ob das ausreichend ist anhand von mancher Spielweise. Ich meine, ich spiele dieses Spiel ja auch nicht 24 Stunden und erwarte, dass es hier bimmelt, da bimmelt. Ich kann mir hier was abholen und da was abholen. Eine richtige Story gibt es hier sowieso nicht. Ja, in diesem Game hier gibt es ja, und in manchen Sachen gibt's ja gar nichts. Ja, die sind nur so da. Ja, die sind einfach nur so da. Und natürlich auch das Ding hier, das ist einfach da. Ja, es gibt nichts irgendwie, Aber naja, ich meine, hier gibt es immerhin, es gibt die CWL und es gibt Erze. Wenn euch die Folge ganz gut gefallen hat, dann seid nicht so geizig und lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben, und dann sehen wir uns in weiteren Videos und in den Livestreams. Bis dahin, schöne Startwoche. Fängt ja jetzt heute Dienstag erst an, ne? Also jetzt für mich ist noch Montag, aber für euch ist dann morgen Dienstag und für mich auch. Euer Toto. Erst.